Letzter Redner in dieser Aussprache für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin Bullmann, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, auch liebe Betroffene. Und ich weiß aus zugesandten Mails, dass sehr viele uns jetzt an den Fernsehgeräten zuschauen und schauen, wie geht es mit meinem Schicksal um. Die Verbesserung der Lebenssituation von Kontergan-geschädigten Menschen liegt uns allen, und ich denke, hier spreche ich fraktionsübergreifend, glaube ich, für alle Kolleginnen und Kollegen hier in diesem Hohen Hause, besonders am Herzen. Das tägliche... Also wenn die Linke klatscht, nehme ich so lange Pause. Das ist ja richtig. Es ist ja immer richtig, bei meiner Rede zu klatschen, Herr Kollege. Das tägliche Leben der immer älter werdenden rund 2700 Betroffenen ist durch die Thalidomid-bedingten Behinderungen und deren Folge- und Spätschäden geprägt. Die früheren sogenannten Kontergan-Kinder sind mittlerweile alle etwa in meinem Alter, also Mitte, Ende 50. Und ich muss zugeben, ich war wirklich beeindruckt, als vor 2,5 Wochen am Rande der Anhörung mir ein Betroffener und Sachverständiger im Anschluss an die durchgeführte Anhörung auf seinem Tablett Folgendes zeigte. Er fragte mich nach meinem exakten Geburtsdatum. Ich bin 59 geboren, genau in der Mitte der Kontergan-Problematik. 57 bis 61 waren die meisten Kontergan-Fälle in Deutschland. Mein Geburtsjahr ist 59. Dann schaut er auf seinem Tablet nach und sagt, jawohl, lieber Ausschussvorsitzender, an deinem Geburtstag ist in Deutschland auch ein Kontergan-geschädigtes Kind auf die Welt gekommen. Ich habe ihn gefragt, ob er die Daten hat. Er hat gesagt, aus Datenschutzgründen hat er das leider nicht, wie gesagt. Aber ich weiß, es existiert in Deutschland jemand, der ist genauso alt auf den Tag, genauso alt wie ich, der ist mit Schäden durch dieses Kontergan-Medikament geboren worden. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich, dass wir Gott danken müssen, dass wir eben schon hier dieses Schicksal nicht erlitten haben, dass wir nicht durch dieses Medikament geschädigt worden sind. Alle, die in meiner Alterskohorte, die in meinen Konsumenten sind. Und ich bin da sehr dankbar, ich will jetzt auch mal ganz bewusst auf die Regierungsbank ansprechen, dass bei diesem wichtigen Thema neben unserer Familienministerin auch der Justizminister eben schon hier der Debatte lauscht, zeigt der Bedeutung, die eben diese Angelegenheit, dieses Gesetz eben in der Gesellschaft hat. Und dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch mal ausdrücklich bedanken. Und liebe, ja, können wir klatschen. Und liebe Frau Schwesig, ich wünschte mir, dass manche andere Gesetzgebungsvorhaben, die wir derzeit gemeinsam in Arbeit haben, in ähnlicher, zügiger und harmonischer, konstruktiver Zusammenarbeit durchgehen, wie hier dieses vierte Kontergan-Stiftungsgesetz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele Betroffene sind darauf angewiesen, um bestimmte Körperteile vermehrt einzusetzen, um ihren Alltag zu meistern. Aus diesem Grund häufen sich im Alter auch die Gebrechen. Eine jahrzehntelange Überlastung durch Fehlstellung des Körpers und Ausgleichsbewegungen schlagen sich in der Gesundheit nieder. Der körperliche Verschleiß durch die beschriebenen, besonders beanspruchte Gelenke verstärken sich insbesondere mit, wie bereits ausgeführt, zunehmendem Alter. Im Zuge dieses schnelleren körperlichen Verschleißes im Alter der Betroffenen ist eine zukunftsorientierte, angemessene Weiterentwicklung der Unterstützungsleistungen erforderlich. Diesem sind wir mit diesem jetzigen Gesetzentwurf nachgekommen. Daher haben wir es bei der Erarbeitung des Entwurfs eines vierten Gesetzes zur Änderung des Kontergan-Stiftungsgesetzes auch nicht leicht gemacht. Im Zuge der Vorlage des ersten Berichts über die Auswirkungen des Kontergan-Stiftungsgesetzes vom 1. Juni 2016 haben wir die Wirkungen der Leistungsverbesserungen, die durch das dritte Änderungsgesetz eingeführt worden sind, bewertet und geprüft, wo Nachbesserungsbedarf besteht. Im Jahr 2009 wurden die Kontergan-Renten verdoppelt. Die Vorredner haben bereits darauf hingewiesen. Und im Jahr 2013 deutlich bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von etwa 7.175 Euro erhöht. Gleichzeitig wurden darüber hinaus die Leistungen zur Deckung spezifischer Bedarfe eingeführt, die unabhängig vom Schädigungsgrad auf entsprechenden Antrag gewährt werden. Insgesamt wurde ein Topf in Höhe von 30 Millionen Euro jährlich eben dafür eingerichtet. Wir mussten allerdings feststellen, auch hierauf haben meine Vorredner bereits hingewiesen, dass von den in Aussicht gestellten 30 Millionen ca. nur 2,5 Millionen pro Jahr abgerufen wurden. Jetzt kann man sagen, woran liegt das? Liegt das eben schon hier daran, dass die Hilfe nicht notwendig war? Glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass wir eben hier die Leistungsbewilligung relativ restriktiv gehandhabt hatten. Und dieser Entwicklung, dieser Erfahrung folgend werden wir jetzt das heute pauschalieren und werden deshalb sagen, jawohl, es soll jeder zu seinem Recht kommen, es soll jeder, egal ob er in den letzten Jahren eben hier einen Antrag gestellt hat, über diese eben pauschalierten Bedarfe eine Erleichterung, insbesondere im fortschreitenden Alter, bekommen. Und aus Gesprächen mit Betroffenen weiß ich auch, dass nicht nur, vielleicht noch nicht der eingesehene erforderliche Bedarf eben hier Hinderungsgrund war, oft genug war es auch die Scheu, zu sagen, okay, ich habe ein langwieriges, aufwendiges, kompliziertes Genehmigungsverfahren. Dann, wenn ich abgelehnt werde, muss ich zum Sozialgericht gehen. Diese Kraft habe ich nicht, das will ich mir nicht antun. Möglicherweise ist der ein oder andere Antrag, der begründet gewesen wäre, also aus diesen Gründen nicht gestellt worden. Deshalb halte ich es für richtig, dass wir jetzt hiermit
mit diesem Abschaffung des komplizierten Antragsverfahrens, mit der Pauschalierung jetzt dafür sorgen, dass möglichst viele von den 2.700 Kontergan-Geschädigten jetzt zu einer Verbesserung ihrer Lebenssituation im Alter kommen. Und dazu gehört vieles. Eine Küchenmaschine, ein Autoumbau, elektrische Jalousienheber als Beispiel, die berühmte Boxspringbett-Entscheidung. Ja, Entscheidungen, die jedem natürlich das Leben erleichtern, aber in dieser Situation, in dieser gehandicapten Situation, eine deutlich erhöhte Verbesserung der Lebensqualität bringen, insbesondere bei zunehmendem Verschleiß der körperlichen, des Skeletts, der entsprechenden körperlichen Gliedmaßen. Viele Betroffenen haben, ich habe bereits darauf hingewiesen, zum Teil aus Scheu, zum Teil aus bürokratischem Aufwand, zum Teil aber auch aus Scham, keinen Antrag gestellt und scheuten den komplizierten Weg und die bürokratischen Hürden. Konkret sieht der vorliegende Gesetzentwurf nunmehr vor, ich will es auch noch mal wiederholen, auch wenn der ein oder andere Kollege schon darauf hingewiesen hat, dass die Leistung für spezifische Bedarfe anstelle von individuell bedarfsgedeckten Leistungen künftig ohne gesonderten Antrag pauschal gewährt werden. Somit ergibt sich für alle Betroffenen ein jährlicher Sockelbetrag in Höhe von 4.800. Hierdurch erreichen wir eine gerechtere, schnellere, unkompliziertere Verteilung. Und ja, die Kontergan-Geschädigten sind nicht mehr Antragsteller, sind nicht mehr Bittsteller. Sie haben Rechte. Sie haben den Anspruch, dieses Geld so einzusetzen, wie sie es selbstbestimmt für richtig halten. Ich glaube, das ist eine deutliche Verbesserung. Und ich würde mir wünschen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegin Werner, lieber Kollege Matthias Birkwald, dass Sie sich vielleicht noch mal in sich gehen und jetzt aufgrund meiner jetzt getätigten Ausführung noch mal überlegen, ob Sie von einer machtvollen Enthaltung nicht doch zustimmen können. Von lauter Enthaltungen hier im Hause wird die Situation der Kontergan-Geschädigten nicht verbessert. Also geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck. Sie können das draußen bei den Geschädigten viel besser verkaufen, wenn Sie sagen, jawohl, Lehre, der hat uns überzeugt, wir haben mitgestimmt. Wie schon gesagt, die Kontergan-Geschädigten hätten es verdient. In diesem Sinne, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich bedanke mich für das konstruktive, wahrlich parteiübergreifende Mitwirken an diesem Gesetz. Ich glaube, wir haben noch nicht alles erreicht. Es wurde darauf hingewiesen, wir haben die Evaluationszeit von 3 Jahren auf 2 Jahre verkürzt, weil wir möglichst schnell hinschauen wollen, wie wirkt dieses Gesetz, was brauchen wir die nächsten Jahre. Ich glaube, wir werden ähnlich wie in den vergangenen 4, 5, 10 Jahren, werden wir das Thema Kontergan in diesem Hohen Haus auch weiter diskutieren. Wir werden weiter hinschauen. Wir werden auch weiter aufpassen, dass die Strukturreform, die wir eben noch eben offen haben, wie geht es mit der Stiftung, mit dem Stiftungsvorstand weiter? Ja, da könnt ihr dann wieder zustimmen. Jetzt aber heute müsst ihr erst einmal bei dieser Verbesserung zustimmen. Bedanke mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Das ist noch nicht Weihnachten, doch. Vielen herzlichen Dank, lieber Paul Lehrieder. Ich sage Ihnen erstmal einen schönen guten Tag.